Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Horizon. Wir befinden uns hier im tiefsten Dschungel und haben hier eine Steinstatue gefunden. Nur diese Statue ist vom Tempel noch zu sehen. Der Rest verschwand unter Wasser, als diese Lagune entstand. Diese Lagune entstand vor einigen hundert Jahren, als eine Sturmflut das Tal hier überschwemmt hat. Dabei ist leider auch der Tempel der Hüter unter Wasser verschwunden. Können wir das Wasser mitnehmen? Vielleicht ist unter Wasser ja noch etwas vom Tempel erhalten geblieben. Auch wenn ich mir keine großen Hoffnungen mache. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also, hinein ins kühle Nass. Oh. Niemals in unbekannte Gewässer springen. Na wunderbar. Das fehlte mir gerade noch zu meinem Glück. Hier unten zieht ein Hai seine Kreise. Ein kapitaler Bursche, mit dem sicher nicht zu spaßen ist. Im Süßwasser? Na wenigstens sieht der Tempel noch halbwegs intakt aus. Vielleicht kann ich hineintauchen und finde dort den zweiten Portalschlüssel. Solange sich aber der Hai hier herumtreibt, schwimme ich mal lieber schön langsam und unaufgeregt zurück ans sichere Ufer. Und oder nun? Ist der es Hai Salzwasser? Muss irgendwie verschwinden, sonst komme ich niemals in den Tempel. Was ist das hier? Hier überwuchern Schlingpflanzen, eine alte Steinsäule. Die kräftigen Schlingpflanzen sitzen unglaublich fest. Ich bekomme sie so nicht von der Säule ab. Na toll. Warte mal, Wasser? Geht das? Einmal es geht. Wasser kommt sofort. Ja, ist es jetzt so Salzwasser oder Süßwasser? Im Tonkrug ist etwas Wasser. Ja, mehr ist hier auch nicht. Okay, wir können also da nicht rein. Warum ist das Salzwasser? Oder warum schwimmt dann Hai? Warte mal. Können wir jetzt hier hoch zu dem Dings hier, zum Flugzeug? Zum Glück bin ich ein guter Kletterer. Da können wir vielleicht die Liane runternehmen. Aber wie kriegen wir ein Hai weg? Fenton, 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 jo! Ach, der Fenton, der gute Fenton. Ja, okay, was hast du? Im Cockpit wachsen mittlerweile jede Menge Pflanzen und alles schön. Ist verdreckt. Nur eine Art Handschuhfach scheint noch unversehrt zu sein. Dann mach auf, das Handschuhfach die hier. Die Abdeckung ist mit 4 Sechskantmuttern festgeschraubt. Was ich damit sagen will, ohne Werkzeug bekomme ich die nicht ab. Okay, ist hier... Im Handschuhfach liegt ein relativ gut erhaltener Pappkarton. Der Rest des Cockpits ist zerstört, verdreckt und von Pflanzen überwuchert. Ja, was ist da drin? Mal schauen, was sich in diesem Karton befindet. Sieht aus wie ein altes Funkgerät. Wow. Ein Funkgerät mit handbetriebenem Generator. Man erzeugt Strom, indem man diese kleine Kurbel an der Seite dreht. Oh, die Kurbel hat sich von der Welle gelöst. Oh. Diese kleine Kurbel hat sich von der sechseckigen Welle des Funkgeräts gelöst. Sechseckig. Falls ich das alte Ding mal benötigen sollte, kann ich die Kurbel ja wieder auf die Welle stecken. Sechseckig, komm. Das nenne ich Glück. Die kleine Kurbel passt nahezu perfekt auf die sechseckigen Schrauben, nahezu. Mit denen die Abdeckung am Flugzeug befestigt ist. Unter der Abdeckung ist ein langes Kabel, das zur Elektrik des Flugzeugmotors gehört. Ich nehme es mal mit. Können wir da vielleicht das... Ich verbinde das eine Ende des Kabels mit den Kontakten des Funkgeräts. Dann machen wir das Funkgerät ran und machen die Kurbel hier ran. Ich will den Generator des Funkgeräts im Moment nicht in Betrieb nehmen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich den alten Kasten nicht unter Strom setzen sollte, solange ich ihn in den Händen halte. Ich ahne nämlich... Warte mal. Nee. Ah, damit können wir... Oh, bitte nicht, dass wir in das Wasser reinstechen, oder? Eieiei, bitte, 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 bitte nicht. Das wär's ja. Oder? Das Wasser hat die Pappe eingeweicht. Warum? Warum? Okay, klettern wir mal runter. Was
Warte mal, können wir mit dem Wasser das Blut? Warte mal. Können wir das Wasser mit dem Blut verknüpfen? Einmal Wasser, kommt sofort. Okay. So, pass mal auf. Mit dem Blut können wir den Hai anlocken. Moment. Nee. Ja. Das wird den Blutfleck wieder aufweichen. Und dann können wir jetzt das Tuch benutzen. Uiuiuiuiuiui. Geht das? Voll Teufel. Blutiger Schlamm bleibt am Lappen kleben. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich knote den blutverschmierten Lappen an das lose Ende des langen Kabels. Oh, Fenton, bist du böse. Du bist sowas von böse. Sowas von böse. Warte mal. Können wir... Das Funkgerät kann man elektrisch aufladen und den Strom über das Kabel ins Wasser leiten. Da Haie über sehr empfindliche Sinnesorgane verfügen, reicht bereits eine schwache Spannung aus, um selbst diesen Burschen zu vertreiben. Leider schwimmt der Hai sehr tief und der Generator im Funkgerät ist kein Kraftwerk. Dank dem Lappen als Köder sollte es aber klappen, den Hai näher heranzulocken. Dem Hühnerblut kann er sicher nicht widerstehen. Yeah. Es klappt. Der Hai ist nach oben gekommen und umkreist nun das Kabelende mit dem blutigen Lappen. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hai mit seinem Beutecheck fertig ist und den Lappen samt Kabel und Funkgerät in die Tiefe reißt. Komm, Kugel ran und feuerfrei. Falls das Ding noch einwandfrei funktioniert, dann jage ich gleich gigantische 40 Volt durchs Wasser. 40 Volt? Übertreib's nicht. Fenton Paddock, Albtraum indischer Raubtiere. Der Hai ist weg und damit steht einem ausgiebigen Tauchgang zur Tempelruine nichts mehr im Weg. Yesas. Okay. Das heißt, wir können jetzt tauchen, oder was? Probier was. Wie? Wie? Wieso haben wir denn... Ach, ich sehe hier nur Schlamm, sonst nichts. Da ist was, das ist eine Metallstange, okay. Hier gut. Ist nichts außer weichem Schlamm. Können wir... Komm, das schaffst du. Du bist so langsam, Fenton. Die kurze Stange und meine begrenzten Kräfte werden nicht reichen, um das Tor zu öffnen. Können wir ganz schnell hoch. Ich habe sicher viele Stärken. Die Luft ewig anzuhalten gehört leider nicht dazu. Und du, was mache ich denn mit dem Ding? Wir gucken noch mal. So, was haben wir noch? Wir haben hier Grund. Den können wir anfassen. Warum? Ich fasse den mal an. Hier ist nichts außer weichem Schlamm. Hier ist nichts außer weichem Schlamm. Okay. Können wir hier irgendwas einsammeln? Ich fülle etwas weichen Schlamm in den Krug. Okay. Was ist mit der Pappe? Steine? Oh, ich glaube, ich sollte wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, ob man stirbt. Ich hoffe doch nicht. Warte. Hier waren doch überwuchern Schlingpflanzen, eine alte Steinsäule. Nee. Okay. Wow. Was ist das denn? Ach, guck mal. Nach dem scharfen Grat der Metallstange konnte ich die kräftigen Schlingpflanzen abschlagen.
guck mal hier. Auf dieser Steinsäule ist ein kleines Relief zu erkennen. Das sieht aus wie das hier unten, guck mal. Da, genau. Was? Ton. Geht nicht. Schade. Mal gucken, was haben wir noch? Und er schwimmt langsam. Hier ist nichts außer weichem Schlamm. Was haben wir hier noch? Von außen sieht der Tempel noch halbwegs intakt aus. Wer weiß, vielleicht ist er drinnen auch noch gut erhalten. Von außen sieht der Tempel noch halbwegs intakt aus. Wer weiß, vielleicht ist er drinnen auch noch gut erhalten. Haben wir hier noch irgendwas? Den Ton zu brennen ist eine interessante Idee. Aber solange er in diesem Krug ist, hätte das Endprodukt ja gar keine brauchbare Form. Warte mal. Eine besonders dicke Liane. Okay, nimm mit. Ah, das ging ja nicht. Sie sitzt fest und lässt sich nicht abziehen. Also ist es kein Dings, ein ist ein Messer. Schnitt. Jetzt läuft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane. Die Metallstange hat an der Seite einen scharfen Grat. Und obwohl sie offensichtlich lange im Wasser gelegen hat, ist sie kaum verrostet. Naja, ist konserviert, weil Salzwasser. Öl. Durch den öligen Saft ist die Haut meiner Hände wieder schön zart und weich. Mit einem sauberen Hieb glatt durchtrennt. Nun tropft eine ölige Flüssigkeit aus der Liane. Ich lasse etwas von dem öligen Pflanzensaft auf das Schilfbündel tropfen. Aber warum? Auch nicht? Wunderbar glatt und geschmeidig. Nee. Da nochmal? Nee. Wir haben aber auch nichts weit. Was ist hier? Warte mal. Hier wurde ein gezacktes Relief aus der Säule gehauen. Das Relief wurde aus dem harten Stein der Säule gehauen. Ich bekomme das niemals ab, ohne es zu zerstören. Okay, ein Abdruck, ich verstehe es ja. Aber kaputt hauen. Das Relief wurde aus dem harten Stein der Säule gehauen. Ich bekomme das niemals ab, ohne es zu zerstören. Was auch immer. Ich habe mit dem Schilfbündel öligen Lianensaft aufgefangen. Ja. Ich bin gerade. Keine Ahnung, ich bin gerade verwirrt. Schlechter Scherz. Wie soll ich das denn bitte eintreten? Tja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir können das nicht raufmachen. Können wir das hier? Nee. Hä?
Ich hätte ja gesagt, dass man irgendwie hier das darauf macht. Aber wie? Da ist nix. Und das haben wir da jetzt ein paar Mal schon gemacht. Steine irgendwas? Nee. Tja, ich bin überfragt. Nur diese Statue ist vom Tempel noch zu sehen. Der Rest verschwand unter Wasser, als diese Lagune entstand. Das Relief wurde aus dem harten Stein der Säule gehauen. Ich bekomme das niemals ab, ohne es zu zerstören. Ja. Ich hab, müssen wir das hier vielleicht... Oh, die Musik ist dumpf. Das geht auch nicht. Können wir hier irgendwas? Nein. Können wir hier irgendwas? Nein. Hier irgendwas? Nein. Gar nichts können wir. Nee, das hatten wir auch schon probiert, ne? Andere Sachen hier. Im Krug ist feuchter Tonschlamm vom Grund der Lagune. Ja, und was mache ich damit? Hochklettern kann ich auch nicht mehr, das Ding ist erledigt. Der Drops ist gelutscht. Das heißt, ich kann nur... Ich muss irgendwas übersehen haben. Was habe ich übersehen? Oder sowas hier? Nö. 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 Was habe ich denn übersehen? Schilf. Ich habe schon ein Bündel Schilf. Das reicht für den Moment. Und der Rest läuft ja nicht weg. Blut ist auch nicht... Es gibt hier so gut wie nichts mehr. Das macht mich gerade hier... Also, ich glaube, ihr geht mit mir d'accord, dass wir... Hier wurde ein gezacktes Relief aus der Säule gehauen. Dass wir das hier brauchen. Das Relief wurde aus dem harten Stein der Säule gehauen. Ich bekomme das niemals ab, ohne es zu zerstören. Ich kann das hier nicht anwenden. Also ich hätte jetzt erwartet... Im Krug ist feuchter Tonschlamm vom Grund der Lagune. Ja. Ich würde sagen, ich probiere hier einfach mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auch wenn sie jetzt ein bisschen kürzer ist. Ich habe hier gerade ein Blackout. Scheinbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.